glaube hier. Ja. Sehr gut. Jetzt war schön gegen den Türrahmen gelaufen. Das mache ich morgens auch immer. Das macht Spaß. Am liebsten ja mit dem kleinen C. Weil der ist total aufmerksam. Der guckt nämlich, wenn du morgens aufstehst, ob die Hacke auch hinterherkommt. Ja, spreizt sich so einmal im fast 180 Grad Winkel ab, um zu gucken, ob hinten alles in Ordnung ist. Und dummerweise macht er das völlig ungefragt vom Rest seines Körpers, der auf diese Spontanität mit oh mein Gott reagiert. Hey, eine Werkstatt. Ja, mit Werkzeug. Wahnsinn. Wie kann das sein? Aber wo ist das? Das ist ja so, als würde man in ein Zalando-Lager gehen und würde Schuhe finden. Ne. Schuhe? Ne. Hier. Unerwartet. Wo ist die dritte Box? Keine. So. Ich glaube, wir mussten eh hier durch. Ja. Würde ich da einfach mal behaupten. Mollens, was auch immer Mollens ist. Eine Grocery. Hier, das wird eine Bank sein. Das bestätige ich. Oh. Was haben wir denn da schon wieder für nette Graffitis an der Wand? Sehr groß auf jeden Fall. Und man fragt sich immer, wie kriegen die das hin? Ist ja keine Leiter und nichts. Das ist eigentlich schon was man mit dem Gerüst machen müsste. Das ist ja mit einem Flyhack. Das sind alles Cheater. Ein sehr schöner Treffer. Und links, kommt? Links und rechts. Ja, genau. Ich glaube rechts die sind WTF. Über uns. Und links steht noch ein Typ. Jetzt steht da nicht mehr. Und wer kommt gerade zur rechten Zeit, wenn alles fertig ist? Da wäre wohl. Ich würde hier gerne mit dem Gabelstapler rumheizen. Wir sind doch schon fast am Camp Hudson. Ja, stimmt. Jetzt muss man natürlich erstmal wieder den Eingang finden. Ich glaube hier links, das war das Massengrab, ne? Ja, ich glaube da geht's nicht durch. Genau. Ich glaube, du kommst da nicht. Ja, ich glaube, du kommst da nicht durch, oder? Ich komme überall durch. Ich bin nämlich in Wirklichkeit nicht Jason Statham. Nein, du bist auch nicht Chuck Norris. Nein, nein. Wenn der das hört, kommt der gleich vorbei und gibt den Roundhouse Kick. Ja, deswegen steht ab und zu mal Delta im Display. Der hat dann einfach sein Internet ausgemacht. Nicht, weil er dagegen ist, dann einfach mal gesagt hat, Internet aus, das hört dann auch den. Okay. Wie war das? Gott sagte, es werde Licht, Chuck Norris sagte, sag bitte. Richtig. So, dann lass mal mit Miss Hempelstein quatschen. Hallo Miss Hempelstein, what up? Hallo. Liebes, du hast so gute Arbeit geleistet. Die Division muss dich hervorragend ausgebildet haben. Ich wünschte, meine Kinder könnten so gute Bürger sein. Aber mein Benny kriegt es ja nicht mal hin, sich die Schuhe zuzubinden. Vielleicht kannst du ja mal mit ihm reden, wenn das alles vorbei ist. Ja. Der Benny ist bestimmt erst 3 oder so. Und sie beschwert sich, dass er seine Schuhe nicht zumachen kann. Aber sie hat mich Hallo Liebes genannt. Also sie sagte zu mir Hallo Liebes. Das fand ich nett. Also erkennt man, dass ich eine Frau bin. Nee, Waffen will ich hier keine. Ganz gut stehend. Ja? Dankeschön, das reicht schon. Was hast du getan? Was machst du? War lustig am Zucken und das habe ich fotografiert. Ach so, ja, du bist auch am Zucken.
Wir sind die Zuckerbande. Wo läufst du hin? Neue Action, neues Gebiet. Eventuell gibt es neue Sachen, die man brauchen kann. So zum Beispiel hier nix. So, Camp der nächste. Closed Routes, Supply Line and One, Dyer Avenue und Ferry Terminal. Genau, und da rennen wir jetzt auch hin. Quasi. So halt. Na dann. Auf los geht's, nicht los. Die Feindbasis angreifen, dafür darfst du mir nochmal in die Dusche folgen. Und diesmal bin ich ganz gewagt und rebellenhaft und werde einfach rechts durchlaufen. Du wirst nicht duschen? So, hier heute mal durch die Männerdusche, zack. Markiert hast du den Weg schon, jawohl. Kann man hier links lang? Man kann an dem einen Bagger an den Hütten vorbei, aber da ich schon fast durch das Gebäude hier bin, lohnt es mich nicht mehr. Ich bin nämlich jetzt im Freien. Ich stehe im Freien, oh mein Gott, meine Hut. Freiheit, was ist das denn? Oh, oh, komm mal zurück. Boah, das sieht geil aus. Der Typ in der gelben Jacke, ja. Direkt. Direkt über einem Scientology-Laden. Guck mal, hier unten ist direkt auf Deck ein Scientology-Laden. Aha. Und oben drüber ist der Sensenmann auf seinem Skelettpferd. Das Graffiti sieht ja mal richtig geil aus. Das eine sieht aus, als wäre es von Red Dead Redemption. Welches? Das Pferd, meinst du? Ja, ja. Weil da kannst du ja irgendwas neiden. Wie hieß es denn noch? Albtraum der lebenden Toten. Ja, das fand ich aber. Das fand ich nicht so cool, muss ich sagen. Kennst du die Endstation Evacuation? Kenn ich gar nicht. Natürlich. Gibt's auch hier bei uns. Also hier vorne tummeln sich irgendwo schon wieder Freunde. Kann man hier durchlaufen? Ach, guck mal. Oh, das war ja einfach. Ich würde sagen, wir können hier durch, oder? Ist hier irgendwas drin? Nö, schade. Ich würde sagen, wir haben uns verloren. Nur ein bisschen. Ach, wir finden uns schon wieder. So, was das hier schön ist? Eine moderne Slouchy. So, wie auch immer man das ausspricht. Oh, ein Telefonat. Mit der Slouchy auf die Couchy. Ganz kurz mal gucken oder mal anhören. Klage in der Radiosendung. Erstanrufer teilt seine Meinung mit. Mal gucken, was für eine Meinung. Hallo, Sie sind jetzt auf Sendung. Ja, ich will nur allen sagen, dass das, was wir jetzt erleben, das ist nicht das Ende der Welt oder so. Die Welt hat schon lange vor uns existiert und sie wird noch lange nach uns existieren. Was wir jetzt sehen, ist nur unser gerechter Lohn. Wir misshandeln den Planeten. Wir misshandeln die Gesellschaft. Na los, schaltet sie aus! Interessant. Hat er eigentlich gar nicht so Unrecht mit dem, was er sagt. Yay, ich bin Level 11. Du hast die Mission schon beendet? Ja. Sehr gut. Komm ich ja genau richtig. Nö, ich komme genau richtig, um die Sachen einzusammeln. Ja, korrekt. Läuft bei dir. Hier hinten drin müsste nämlich auch jetzt eine Kiste sein. Genau. Das war nur eine grüne. Aber hey, egal. Nehmen wir mit. Dafür, dass ich überhaupt nichts machen musste. So, damit wäre das Gebiet gecleant. Echt? Ja, keine Aufgaben mehr. Nur okay. Noch, theoretisch gäbe es nur noch,
Eine Telefonaufzeichnung, ein Überlebenshandbuch und noch eine Telefonaufzeichnung und noch eine und noch eine. Noch ein Agent und okay, hier gibt's noch nicht spielrelevante Sachen zu sammeln, aber für den Sammelwütigen, der alles haben will, damit man eine Platin-Trophäe kriegt, der kann ich da ausdrucken. War das eine Anspielung? Markus, nein. Ich habe mich sehr gefreut über meine erste Platin-Trophäe. Na dann lass doch mal ins nächste Gebiet vorstoßen, oder? Ja, was sagt denn die Folgenlänge? So aus meinem Bauch raus. Die Folgenlänge sagt viel zu lang. Deswegen. Das ist aber kein Problem, ich habe da schon was im Hinterkopf. Das wir cutten dann einfach. Ja, ich wollte es noch nicht verraten, aber genau so ist das. Und deswegen würde ich sagen, lass uns irgendwie mal noch... Weiß ich nicht, warte, lass mal kurz gucken, so 10 Minuten spielen. Mhm. Dann kriegen wir da vielleicht sogar 3 Folgen draus. Ja, dann lass uns dahin gehen. Wohin? Ins nächste Safe House, da wäre dann der nächste. Ich habe keinen Wegpunkt. Folge meiner. Das ist The Meat Locker. Also. Für ein paar coole Sachen lohnt es. Klingt jetzt komisch, ist aber so. Heiz den Penner ein. Hab ich ja selber eingesetzt. Hey, eine Tankstelle. Geil wär's halt, wenn die explodieren. Oh, was ist denn da los? Da geht's aber ab, ne? Da will auch einer einen JTF-Typen in den Kopf schießen. Ja, ich hab den Spieß umgedreht. Ich glaub, es lebt nur noch einer, oder? Also eigentlich nicht. Das Spiel kam in der Mordserie einfach nicht schnell genug hinterher. Oh, guck mal, ein blauer Eichel her. Der ist auch richtig cool gefallen. Er ist aufgestanden, nur damit er direkt wieder umgefallen ist. Vorsicht! Markus hat sich todesmäßig für mich mit Kugel eingefangen. Oh ja. Eher aus Versehen. Feuerwehr! Was macht der hier oben? Oh. Ja, wenn man den auf den Rucksack schießt. Ja, man sollte den nicht auf den Rucksack schießen, wenn man auf ihn zuläuft. Nimmt man ein bisschen Schaden mit, ne? Nur ein bisschen. Ich blute. Ich bin eine Frau, ich darf das. Auch ein Zitat aus einem grandiosen Film. Hier ist noch einer, willst du den mal plündern? Nö. Vielen Dank. So, wo geht's weiter? Da läuft der Frank. Geradeaus. Und schleudert über die Mauer. Oh, ich nicht. Ich bleib an der Mauer hängen. Ich hab grad Fett gelesen, da steht aber Eat. Hm. Ist jetzt ein großer Zusammenhang eigentlich. Eigentlich schon. Das eine implementiert das andere. Genau. Genau. Oder also das eine resultiert aus dem anderen. Ja, das ist auch ein weiteres schönes Filmzitat. Ich bin fett, weil ich zu viel esse. Und weil ich zu viel esse, bin ich fett. Ich schulde Ihnen alles. Also wenn ich raten müsste, würde ich sagen, das hört sich nach Pulp Fiction an, aber ich glaube, das wird es nicht sein. Nein, das ist Austin Powers. Ach, okay. Peter Fett. Sein Teufelskreis. Ich kenne nur Mini-Me. Er ist halt... Ja, er isst halt immer mehr, weil er sich halt unwohl fühlt, ne? Gott sei Dank habe ich ja schon zugegeben, dass ich filmetechnisch oder allgemein so kulturtechnisch oder so jetzt nicht der beste Ansprechpartner bin. Von daher könnt ihr mir nicht vorwerfen, dass ich jetzt gedacht habe, es wäre Pulp Fiction. Ich wollte nur mal Pulp Fiction erwähnen. Das ist ein guter Film. Das ist ein guter Film. Mit dem guten alten John und dem guten alten Sam. Ja, geiles. Das ist echt ein leckerer Burger.
Hast du irgendwas, wo ich diesen köstlichen Burger mit runterspülen kann? Das war ganz am Anfang, ne? Glaube ich. Ja, genau. In das Apartment reingehen. Sei kein Arschloch, ich hab sie gesehen, okay? Ja, und dann kriegt er ja die Brieftasche abgenommen. Bad Motherfucker. Bad Beep, 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 Beep. Zu spät. Das hat keiner gehört. Außer ich glaube, die Kinder wissen das. Super, jetzt wird unser Channel wird jetzt indiziert wegen dir. Ja, das kann passieren. Und solche sagen, mit Recht. Nein, völlig zu Unrecht. So kennen. Yeah. Oh, da hat einer. Da noch nicht? Der hier in den Rücken geschossen. Nimm die. Dieses Waffenmashing. So, da hinten sind noch welche. Hören. Was zappert? Ich wollte gerade sagen, was zuckt der denn so? Er hat eine neue Maschinengewehrpistole gefunden. Okay, weiter geht's hier entlang. Ist ganz schön viel los hier, ne? Mhm, schon. Ist ja auch eine andere Ecke. Hier ist wieder ein schönes Erkennungszeichen. Schnappi, das kleine Krokodil, weist zum Feldhaus. Oh, im Diner. Ja. Nimm, was du brauchst. Ich hätte gern 10 Rattenburger zum Mitnehmen, bitte. Ja, die geile Speisekarte. Hier steht Rinderleber vom Schwein. Herrlich. Was? Wo? Schön ist auch der Spruch da vorne. If you pay your check, you're a great customer. Auch sehr schön. Ja. Ach, hier ist wieder Beef and Fun. Ist gleich KFC. So, was gibt's denn hier alles Schönes? Ich kann's nicht lesen. Fun, das klingt für mich nach Lebensmittelvergiftung. Ich kann's nicht lesen. Was gibt's denn hier? Ein türkisches Sandwich. Ein Salamon-Sandwich. Ein gegrilltes Lachen-Sandwich. Ein Knoblauchsalat. Knoblauchsalat. Ein klassischer Bodencatcher. Scharfer Hund. Ja gut, ich glaube, das reicht. Oh, hier steht Senf. Oh, ich mag Senf. So, weg. Oh, Senfgas. Du bist schon unten? Ja. Ich hab's nicht mehr ausgehalten, da oben war so viel Essen. Bereich. Bin ich in den Keller gegangen. Guck mal, der Apinok und der Ahmed. Ahmed. Geh mal weg da, Junge. Ich will. How do you spell it? A. C. Slim. Slim Shady. Nein. Kennst du nicht die Michael Dunham Show? Kommen Sie und schauen Sie. Die. Mit, Ahmed the Terrorist. Ach doch, klar, Ahmed, klar. What knock knock. Ja, knock, ja. Knock, who's there? It's me, I kill you. Ja, genau. Was machen wir jetzt hier? Hast du schon mit dem Typen gequatscht? Ja, korrekt. Hallo, I'm Lindsay Lohan. I live in a fucking suitcase. Wie krank, ey. Also sagt, er schleicht sich mit dem Koffer ins Flugzeug, weil er erwischt wird. Weil er so abgemagert ist. Das ist schon böse. So. Ist wirklich sehr empfehlenswert. Muss man sich mal angucken. Wichtig ist, man sollte die englische Sprache etwas beherrschen. Und ausgeprägt schwarzen Humor. Wobei, ich glaube, gibt es ja auch mit Untertiteln, ne? Mit Deutschem. Ist aber nicht ganz so cool. Naja, es gibt den in 2 Varianten. Boah! Guck dir mal das Graffiti an. Burger King Schleichwerbung. Ja, könnte auch Mc's sein. Ah, nee, vom Brötchen-Style ist das eher Burger King. Ja. Und hier hinten liegt ein Telefon. Was für ein Zufall. Was haben wir denn hier? Popcorn essen. 2 Kinder kämpfen mit dem Nahrungsmangel. Oh. Mal gucken, wie sie kämpfen. Mom,
Jake sagt, er will Raymond essen. Er sagt, in den Geschäften gibt's nichts mehr zu kaufen. Das ist nur Gerede. Und dass wir in Mexiko dauernd Meerschweinchen essen. Schatz, beruhige dich. Niemand isst Raymond. Jetzt gib mir Jake. Hallo? Jake, sei nett zu deiner Schwester. Sie kann die Hälfte haben. Ich mein's ernst. Gut. Nicht meine Schuld, wenn sie verhungert. Jetzt ist die Frage, wer ist Raymond? Naja, von alle lieben Raymond. Ja gut, da von dem können sie sich aber ein bisschen länger ernähren, ne? Mhm. Ach, Meerschweinchen. Ist auch cool. Der Ton kommt jetzt erst bei mir an. Hast du gerade dem, Okay. Oh Gott, hast du gerade Harvey Preston geholfen? Ja. Eine Siedlung braucht deine Hilfe. Wird dir gerade nichts sagen, ne? Aber das ist, bei Fallout 4 gibt's, ich weiß gerade nicht, wie, von wie hießen die? Von den Minutemen, glaube ich. Ich glaube, die Minutemen sind das. Ist Harvey Preston einer der letzten Minutemen? Das ist so eine Fraktion. Und der gibt ja ständig Aufgaben, die meistens damit beginnen, eine Siedlung braucht deine Hilfe. Mhm. Und der sah original genauso aus. Wir brauchen ihre Hilfe, um einige Sterilisatoren zu sichern. Naja, wenn es den Einspiel nicht so läuft, müssen wir vielleicht ein bisschen was dazu verdienen. Ja gut, es erklärt, warum er bei Fallout so drauf ist, wie er drauf ist, nachdem wir ihn als hier gesehen haben. Er hat die Dollargrippe zwar überlebt, aber irgendwelche bleibenden Schäden nach sich gezogen. Das würde ich auch so sagen. Muss man halt machen, ne? Halt, ach, hier unten sind übrigens Gegner. Ja. Die habe ich gesehen, aber ich habe heute einen guten Tag und habe gedacht... Ja, die falsche Taste. Die lasse ich liegen. Da bin ich halt jetzt mal so ganz auf die Mission konzentriert. Ach, du bist schon ein bisschen weitergelaufen. Nein, I follow you. Muss ich nicht weiter auch? Klettern? Nee, ne? Ich kann außen rumlaufen. Ja, genau. Direkt außenrum ist. Außenrum ist auch nicht dumm. Hier bin ich! Toll. Was war da jetzt drin? Ach so. Oh, ein Glück, dass Sie die Sterilisatoren gefunden haben. Ich brauche sie. Ich meine, wir brauchen sie. Dringend. Vielen Dank. Ist Kaepernick nicht ein Basketballspieler? Was sagt mir denn der Name? Ja, Entschuldigung. Und nu? Und nu, mein Freund? User in your channel timed out. Oh! Hey, das hatten wir schon lange nicht mehr. Da ist er einfach weg. Komm, wir applaudieren ihn mal hier im Spiel. Hier, ganz großes Kino. Applaudiert er auch. Sehr schön. Mal gucken, ob er merkt, dass er irgendwie nicht mehr am Stissel ist. Ich hau ihn mal. Mal gucken, ob er reagiert. Ja, nein, vielleicht, nein, ja, doch, nicht. Frank? Ich applaudiere ihm nochmal. Hallo? Applaudieren. Na, mal. Nö. Ja, wisst ihr was? Ich stelle mich jetzt einfach ganz heimlich neben ihn, ohne dass er es mitkriegt. Dann drehe ich wie üblich die Kamera. Oh, das ist natürlich nicht ganz so schön. Geh mal ein bisschen näher an ihn ran. So. In seinen Wohlfühlbereich. Jetzt läuft er hier im Kreis, obwohl ich eigentlich Tschüss sagen wollte. Versuchen es doch mal. Ich gehe mal noch ein Stück näher. Nee, er will einfach nicht. Tja, dann darf er nicht mit Tschüss sagen. Ich verabschiede mich, auch im Namen von Frank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.